Auf dem Dach des Müllheizkraftwerkes ist es installiert und an vielen anderen Plätzen. Ein kleines, unscheinbares Gerät, das es aber in sich hat. LoRaWAN heißt die smarte Technologie, die Daten misst, überträgt und ausliest. Die SYK und SYK Darkor bauen gerade ein LoRaWAN-Netz in der Region auf. Und genau das stößt auch überregional auf Interesse. Erik Leiderer, dritter Bürgermeister der Stadt Aschaffenburg, war auf Einladung von SYK Darkor-Geschäftsführer Uwe Meyer in Coburg, um sich über die LoRaWAN-Technologie zu informieren. In Aschaffenburg sind wir auch gerade dabei, so ein Klima-Dashboard zu machen. Das heißt, wir sammeln Daten von CO2-Belastungen, von Feinstaub und ich informiere mich heute darüber, wie das hier so funktioniert. Uwe Meyer hatte für den Gast ein umfangreiches und informatives Programm auf die Beine gestellt. Unter anderem erhielt Leiderer Einblicke in die Arbeit der städtischen Werke Überlandwerke Coburg, kurz SYK, und ihr Tochterunternehmen SYK Darkor, dem regionalen Anbieter für Internet und Telefonie. Auf dem Programm stand auch ein Besuch im digitalen Gründerzentrum Zukunft Coburg Digital. Dort gab es nicht nur Einblicke, sondern auch Ausblicke, nämlich vom Dach des Unternehmerturms des ehemaligen Fabrikgebäudes. Beide, Meyer und Leiderer, zogen am Ende ein positives Fazit. Also ich habe einen sehr, sehr tollen Eindruck. Der Herr Meyer hat ein sehr straffes Programm gemacht, ein sehr abwechslungsreiches Programm. Ich kenne Coburg von früher, von meiner früheren Tätigkeit, leider nur aus Hotels, aus dem Inneren. Aber heute habe ich mal ein bisschen Eindruck bekommen von der schönen Innenstadt. Das ist ja wie gemalt und das war bis jetzt ein sehr, sehr schöner Tag. Sinn der Sache wäre, dass wir den Kollegen in Aschaffenburg quasi wie aufs Pferd helfen, weil wir haben schon sehr viele Vorarbeit geleistet. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden und wir können den Kollegen in Aschaffenburg sehr schnell auf das LoRaWAN-Pferd helfen, weil wir sind hier gut ausgerüstet und haben viele Dienste oder viele Aufgaben, die für LoRaWAN sind, haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Die können viel schneller starten. Als nächstes wird die SYK Darkor die Stadt Aschaffenburg besuchen. Der Termin steht bereits. LoRaWAN schreitet also weit über die Grenzen hinaus voran.